Die meisten freuen sich auf die Weihnachtszeit, auf eine schöne Zeit mit ihren Liebsten und natürlich auch viele tolle Geschenke. Doch stellt euch vor, ihr bekommt ein Geschenk und werdet deshalb vom Staat abkassiert. Was das mit Immobilien zu tun hat und weitere Themen, seht ihr jetzt bei Plenum2Go. Wurde gestern die Notlage hier in Nordrhein-Westfalen beschlossen und die Idee eingebracht, nochmal ein Sondervermögen über 5 Milliarden Euro aufzunehmen. Und dann ist noch herausgekommen, dass von dem Sondergeld aus den Corona-Mitteln nochmal 4 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen wurden. Und all das bedeutet zusätzliche Belastungen für den Steuerzahler. Und die Freien Demokraten werden dieser Sache auf den Grund gehen und klar machen, dass es auch in einer Krise Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit braucht. Jeder, der eine Immobilie geschenkt bekommen hat oder eine Erbschaft erhalten hat, muss natürlich die Immobilie versteuern, was vom Grunde nachher auch in Ordnung ist. Diese Steuer richtet sich aber nach dem Immobilienpreis und der ist seit 2009 immens angestiegen. Und die Freibeträge sind nicht im gleichen Atemzug mit nach oben gegangen. Wir wollen, dass es dort auch eine faire Belastung gibt und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass die Freibeträge auch angemessen erhöht werden. Seitdem Schwarz-Grün die Regierung übernommen hat, ist Nordrhein-Westfalen Schlusslicht bei der wirtschaftlichen Entwicklung in ganz Deutschland geworden. Wir haben in dieser Debatte nochmal klar gemacht, was wichtig ist zu tun, nämlich auf Innovationen zu setzen, den Unternehmen zu helfen und tatsächlich Gründerinnen und Gründer in den Fokus zu stellen. All das macht Schwarz-Grün nicht, aber wir wollen dort entsprechend Druck machen, damit etwas passiert.